der Tobias und das ist mein Freund Hassan. Ich bin der Hassan. Ich komme aus der Türkei und das liegt hier unter dem Schwarzen Meer. Meine Vorfahren kommen aus der Türkei, so wie meine Eltern auch. Ich finde es in der Türkei toll, weil es dort sehr warm ist. Und man kann auf der Straße Fußball spielen, ohne dass es so viele Ampeln gibt und die Autos die ganze Zeit hupen. Hassan, bist du in der Türkei geboren oder in Deutschland? Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Vorfahren kommen alle aus der Türkei. Okay. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist Traubenblätter in Reis eingewickelt. So, das ist ein typisches Gericht. Gibt es da so einen extra bestimmten Namen für das Gericht oder nicht? Ja, es heißt, also auf Kurdisch bedeutet, also wir nennen das Yaprak und das heißt auf Türkisch so. Es wird Türkisch auch Yaprak. Willst du mir ein paar Wörter beibringen, so zum Beispiel guten Appetit oder so? Ja, guten Appetit bedeutet Afjetbe, also Afjetbe. Ja, auf Kurdisch. Lustig. Was heißt guten Tag? Rushbash, also Rushbash. Rushbash. Du Spaß. Ja. Oder hallo? Ja, das gleiche. Du Spaß halt. Auf Wiedersehen? Shabash. Also, wenn's Abend ist, sag mal Shabash, weil guten Abend bedeutet Shabash und wenn guten Morgen. Was? Shabash. Shabash. Ja, bedeutet guten Abend. Und Rospaß bedeutet guten Morgen. Guten Morgen oder Rospaß. Ja. Rospaß. Rospaß. Ja. Lustig. Hallo, ich bin der Max und komme aus Deutschland und das ist meine Mitschülerin, die Mali. Ja, ich heiße Malika und meine Vorfahren kommen aus dem Irak, so wie meine Mutter. Das liegt ungefähr hier. Ich selber war noch nie im Irak, aber in Syrien, zu sowas wie im Familientreffen. Es ist ziemlich warm dort, zwischen 40 und 50 Grad im Sommer. Ziemlich heiß, ja. Meine Tante und mein Cousin fahren regelmäßig in den Sommerferien nach Irak, um meine Oma und so zu besuchen. Aber es ist halt ziemlich teuer und da wir zu dritt sind, ist das halt zu teuer, um dahin zu fliegen. Ja. Was sind da so die speziellen Gerichte? Ja, das ist ziemlich eklig, was man dort auch manchmal isst. Schafskopf. Oh. Und eben die Augen. Ich glaube, das wird hier keiner essen. Nicht freiwillig, aber meine Mutter hat das auch nie gegessen und meine Tante, also meine eine Tante auch nicht. Ich habe mehrere Tanten und zwei Onkel in Irak. Also ich glaube 8 Tanten und 2 Onkel. Okay. Ja. Und 3 von den Kindern, also die in Irak gelebt haben, einen davon ist meine Mutter, sind mit dem Onkel nach Deutschland ausgewandert, um dort ein besseres Leben zu führen, weil dort ja viel Krieg war und ist. Kannst du mir mal ein bisschen Arabisch beibringen? Ja, also hallo, heißt Salam Aleikum. Salam Aleikum. Und Salam Aleikum. Salam Aleikum. Ja, genau. Und dann sagt man zurück, Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ja. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ja, okay, schon besser. Weißt du noch was? Tee zum Beispiel. Das heißt Chai. Chai. Das kennt man aber auch oft, glaube ich, aus dem Laden. Da steht auch Chai drauf. Also Schwarztee. Chai. Ja. Weißt du noch was? Hose. Heißt Pantalon. Pantalon. Klingt ein bisschen wie Französisch vielleicht. Ist aber auch auf Arabisch. Dann habe ich doch gehört, es gibt noch Esel, Achmon oder sowas. Ochmar. Das benutzt man aber auch oft als Schimpfwort. Ah, okay. Ja. Du Ochmar. Hallo, ich bin die Michelle und komme aus Deutschland und das ist meine Mitschülerin Sophia. Ja, ich bin Sophia und meine Vorfahren kommen aus Italien und Italien ist hier. Wir fahren jedes Jahr in den Sommerferien nach Italien und haben da auch eine Wohnung, ein Haus. Das Wetter ist auch sehr warm, zwischen 30 und 40 Grad und wir gehen auch manchmal ins Meer. Und Und was isst man da so? Also,
eigentlich auch wie hier in Deutschland. Oder Tomatensauce schmeckt auch anders bei den Nudeln. Schmeckt viel besser. Oder es gibt auch Pizza mit verschiedenen Sachen drauf, zum Beispiel mit Pommes. Das habe ich auch schon mal gegessen, schmeckt eigentlich lecker. Oder Reisbällchen oder Calzone oder ja, verschiedenes. Kannst du auch ein paar Wörter auf Italienisch? Ja, ich, hallo heißt ciao. Ciao. Oder gute Nacht heißt buonanotte. Buonanotte. Oder zum Beispiel bis 5 zählt man 1, 2, 3, 4 oder 5. Okay. 1, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, okay. Hallo, mein Name ist Katharina und meine Vorfahren kommen aus der Schweiz. Schweiz liegt dort. Die Schweiz ist ein sehr schönes Land für mich, weil mein Opa da gewohnt hat. Wir haben noch Vorfahren in der Schweiz, wo wir öfters hingehen. Wir gehen oft dahin, weil wir es sehr toll finden und es viele Käsegerichte gibt. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, wo man echt hingehen kann. Zum Beispiel den Basler Zoo und überhaupt zum Beispiel noch Museen gibt es viele. Und das finde ich halt echt schön, weil ich interessiere mich eben für Tiere sehr. Und deswegen finde ich toll, dass das so ein großer Zoo ist. Und ja. Ich bin die Laura, komme aus Deutschland und das ist meine Freundin Sophie. Ja, ich bin Sophie. Meine Mutter, also mein Vater kommt aus Deutschland, meine Mutter kommt aus Polen. Polen liegt so ungefähr hier so. Mein Lieblingsgericht ist Pierogis. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau polnisch ist oder russisch, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall so Teig, wo man innen drin Kartoffeln hat. Oder Kluskis, das ist was ähnliches. Und ja. Kannst du polnisch? Ja, also zum Beispiel, hallo heißt Cześć. Cześć. Dann Tee heißt, glaube ich, Szybata. Szybata, das kann ich nicht so. Szybata, das kann ich auch nicht so gut aussprechen. Dann Brot heißt Slep. Also Slep. Slep. Dann, Dann zum Beispiel Apfel heißt Jabko. Jabko. Ja. Genau. Ich habe auch, also in Sommerferien gehen wir auch oft nach Polen, so 3 Wochen oder sowas. Da habe ich zum Glück auch Freundinnen, die Deutsch können. Aber meine Oma meint immer, dass sie mit mir Polnisch reden sollen, dass ich vielleicht mehr lerne. Und ja. Hallo, ich bin die Zoe und ich habe Verwandte aus Italien. Und meine Oma wohnt in Genua, das ist ungefähr hier. Und die hat auch eine Ferienwohnung in den Bergen und da gehen wir halt jede Sommerferien hin. Und ich finde es halt sehr schön, dass es auch sehr warm da. Es gibt auch viele Parks, wo man Tiere sehen kann und so. Da war ich schon mal im Eichhörnchenpark und die haben einen aus der Hand gefressen. Und meine Tante und mein Cousin leben auch da. Und das finde ich halt schön.